Ja, wie haben Sie es gemacht? Seien Sie mal. Hör das so? Um die Sohle rum. Unten einmal um die Sohle rum. Muss ja fachmännisch richtig sein. Ja, ja, das muss sachlich in Ordnung sein. Schauspieler. Steuermann. Krisenmanager. Ein starker Kanzler. Ohne Ängste? Das Wort Angst ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt, aber ich war besorgt, diesem Amt nicht gewachsen zu sein. Den Abgeordneten Schmidt, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. 1976 gewinnt der Nachfolger des zurückgetretenen Willy Brandt seine erste Bundestagswahl als Kanzler. Macher, Schmidt-Schnauze, Abkanzler, so lauten die Etiketten, die ihm nicht nur politische Gegner ankleben. Noch lange nach seinem Sturz bleibt er einer der populärsten deutschen Politiker, stets mehr geachtet als verehrt. Ich denke, seine wichtigste Leistung war, die Bundesrepublik Deutschland in wirtschaftlich, politisch schwierigen Zeiten mit fester Hand gesteuert zu haben. Aber wohl als einer, der schließlich, weil er die Jalousien runtergelassen hatte, ein Land regieren wollte, das es gar nicht mehr gab. Ich habe einen Punkt kritisiert, das war die Nachrüstung. Ich bin nicht ganz sicher, ob er nicht recht behalten hat. Dass er dafür die Unterstützung in seiner eigenen Partei nicht mehr hatte. Das war seine politische Tragik. Ich bin halt einer aus Norddeutschland, aus Hamburg. So hat er sich selbst charakterisiert. Hamburgische Traditionen mit preußischem Einschlag haben ihn tief geprägt. Hamburg ist über Jahrhunderte eine Stadt gewesen, ohne einen Fürstbischof oder ohne einen Fürsten. War eine freie Hansestadt mit einem ausgesprochen entwickelten Bürgersinn. Nicht wartend, dass von oben her jemand irgendwelche Wohltaten ausgießt, sondern die Bürger dieser Stadt sind über Generationen immer von dem Bewusstsein geprägt gewesen, und dem fühle ich mich zugehörig, dass man selber zu verantworten hat, dass die Stadt in Ordnung ist, dass das Land in Ordnung ist. Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende. Der Kaiser hatte abgedankt. Da wurde Helmut Heinrich Waldemar Schmidt im Dezember 1918 geboren. Im Hamburger Stadtteil Barmbek, einem roten Arbeiterviertel. Die Eltern, einfache Leute, die sich hochgearbeitet hatten. Seine beiden Söhne erzog Vater Gustav, ein Handelslehrer, streng nach dem Motto: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Dass er sehr verschlossen war, habe ich einfach zur Kenntnis genommen. Sein Elternhaus war anders als meins. Bei uns wurde sehr viel im Elternhaus geschmust, um es mal so zu sagen. Während in seinem Elternhaus es etwas distanzierter zuging. Ordnung, gehorchen. Ich glaube, dass mein Schwiegervater einfach meinte, so müssen Kinder erzogen werden. Vater Gustav aber lässt Sohn Helmut die musisch ausgerichtete Lichtwerkschule besuchen. Schmidt entwickelt Talente als Pianist und Maler. Autorität und Liberalität, beides formt seinen Charakter. 1933 marschieren die Nazis. Der Kapitän der schulischen Ruderriege findet sich in der Marine HJ wieder. Auf das Abitur folgen Arbeitsdienst und 2 Jahre Wehrpflicht. Die Uniform kann er gleich anbehalten. Im Zweiten Weltkrieg kämpft er in Russland, heiratet seine Jugendliebe Hannelore Glaser, genannt Loki. Der Oberleutnant der Wehrmacht wurde nach eigener Aussage unpolitisch erzogen. Erst in der Kriegsgefangenschaft stößt Schmidt zur SPD unter dem Einfluss älterer Offiziere. Ich bin Sozialdemokrat geworden aus Motiven der Gerechtigkeit. Gegen Ende des Krieges, in der Gefangenschaft,
weil ich das Gefühl hatte, in diesem Deutschland, das so da niederlag, wo es den Menschen so schlecht ging, da müsste als erstes Gerechtigkeit herrschen. Das hat mich eigentlich auf diesen Weg gebracht. Der 26-jährige Frühheimkehrer studiert Wirtschaft, wird Bundesvorsitzender des SDS und Vater. 1953 kandidiert er für den Bundestag. Dieser Mann, der hier mit Frau und Kind aus dem Bahnhof kommt, ist Herr Schmidt, Herr Helmut Schmidt. Als erster lässt er für seinen Wahlkampf einen eigenen Werbefilm drehen. Früh begreift er die Macht der Medien und früh gilt er bei seinen Gegnern als der frechste Lümmel im Parlament. Adenauer wählen heißt Atombomben für die Bundeswehr wählen. Adenauer wählen heißt, den Weg der Einmannherrschaft fortzusetzen. Stattdessen brauchen wir endlich eine Regierungsmannschaft. Ein Kabinett, in dem einer auf den anderen hört. Eine Regierung des kühlen, abwägenden, gesunden Menschenverstandes. Schmidts Schnauze macht rasch Karriere. Nach 8 Jahren Bundestag kehrt er nach Hamburg zurück als Senator des Inneren. Nach wenigen Monaten im Amt muss er seine erste große Bewährungsprobe bestehen. Ein Krisenmanager wird geboren. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 sucht eine Sturmflut Norddeutschland heim. In Hamburg brechen die Deiche. Ein Fünftel der Stadt liegt unter Wasser. 300 Menschen sterben in der größten Naturkatastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik. Es ging wahnsinnig schnell. Viele Leute wussten gar nicht, wohin, sind aufs Dach gestiegen. Es hat aber gefroren, die Zeiten. Waren die vollkommen durchnässt, lagen auf dem Dach. Und es sind viele gestorben dadurch. Und es wäre eine ganz furchtbare Katastrophe geworden, wenn eben der Schmidl, wie wir ihn ja nennen, nicht da gewesen wäre. Der hat dann das Kommando übernommen. Die hat da alle hin und her gejagt und hat ihnen gesagt, wie sie fahren müssen, wohin sie fahren müssen, wo sie mit den Leuten abbleiben müssen, dass so viele noch gerettet worden sind und heute noch leben. Das haben wir ihm allein dem Schmidl zu verdanken. Der ist 3 Tage, glaube ich, nicht ins Bett gekommen. Er hält durch mit Zigaretten und Cola, Schmidts Markenzeichen. Gegen alle Vorschriften und Gesetze macht er sich zum Chef von Bundeswehr, Grenzschutz, Feuerwehr und Polizei. Die sind mir nicht unterstellt worden, meint er später, die habe ich mir genommen. Fortan hat er den Ruf des Machers weg. Er hat ein ganz besonderes Vorbild für alle Mitarbeit gesetzt mit seinem Wagemut, als er es für richtig hielt im Hinblick auf die ganze Situation, mit einem Militärhubschrauber über das Katastrophengebiet zu fliegen und das, obwohl eigentlich die Hubschrauber gar nicht fliegen durften, wegen der hohen Sturmgeschwindigkeit. Aber er wollte sich selbst ein Bild von der Situation verschaffen und hat später in dem Stab entsprechende Weisungen geben können. Heinz Eilers erinnert sich, wie Schmidt den zu spät gekommenen Hamburger Bürgermeister abfertigt. Paul Nevermann, immerhin der politisch Verantwortliche. Der Bürgermeister hat wie verständlich versucht, einige wichtige Dinge zu sagen, seiner Meinung nach wichtige Dinge. Herr Schmidt hatte aber den Eindruck, dass sie nicht dazu geeignet waren, die bisher gegebenen Weisungen zu verändern. Und er hat dann schließlich zu ihm gesagt, Sozialdemokraten duzen sich ja untereinander, Paule, Lassmann, davon verstehst du nichts. Der Macher und gelegentliche Charmeur wird bekannt, über die Grenzen Hamburgs hinaus. Der Senator der Stadt Hamburg, Herrn Schmidt, genannt Schmidt-Schnauze. Herbert, er tut es noch mal. 1965 kehrt er nach Bonn zurück. Erst als stellvertretender Vorsitzender der Fraktion, dann als deren Chef. Der ehrgeizige und scharfzüngige Hamburger stößt in seiner Partei nicht nur auf Sympathien. Vielen gilt er als zu forsch, zu wenig Stallgeruch. Mit den Linken kann er schon damals wenig anfangen. Seine Verbündeten, das sind der rechte Flügel der Partei und die Gewerkschaften. Dazu entwickelt er Kontakte, ja Freundschaften zu Unternehmern und Bankiers. Ein Traditionsgenosse ist er nicht. Dafür äußerst umtriebig und fleißig. Der berüchtigte Morgenmuffel steht, wenn es die Pflicht befiehlt, früher auf als andere. Und hier die Zeit, es ist 6 Uhr und 55 Minuten.
HS nennen ihn respektvoll seine Mitarbeiter. Die haben es mit ihm nicht leicht. Brigitta, sind Sie das? Was haben Sie mir alles für Mist auf den Schreibtisch gelegt hier? Das sah hier aus, Mensch, wie bei Karstadt. Hier alles vollgepackt. Hier liegt auch noch was. Weiß man gar nicht, was man lesen soll. Pack mir meine Briefe, wie sie es gehört, dahin und den Lesemist auf den anderen Stapel und nicht den ganzen Tisch voll. Also jemand hat ihn mal gefragt, sagen Sie mal, brauchten Sie nicht eigentlich Intellektuelle mit in Ihrer Umgebung oder einen Berater oder so?